Abteilung antreten! Ob das Leben der Römer am Limes, Breitensport oder Kinderbetreuung, ehrenamtliches Engagement ist reich an Facetten und spannend zugleich. Beispiel Erna Engel. Seit 1960 ist die heute 91-Jährige die gute Seele des Tennisclubs Weiß-Rot in Stuttgart, leitet das Vereinsbüro, erledigt die Buchhaltung und kümmert sich um die Platzbelegung. Ich bin seit dem 17. Lebensjahr Geschäftsfrau. Aber dass auch nur eine Vereinsarbeit auch so viel Spaß machen kann und zu einer Zeit, wo man vielleicht dann nicht mehr so gefordert wird in dem Geschäftsleben, dass es da wieder so auch einen Beruf, so quasi Beruf gibt, der einen ausfüllt, also das ist schon toll. Mit etwa 400 Vereinsmitgliedern ist der TC Weiß-Rot einer der größten Vereine in Stuttgart. Die Anlage liegt gepflegt im Grünen, die Nachwuchsarbeit ist vorbildlich und die Mitglieder sind über den Sport miteinander verbunden. Doch wo viele Menschen aufeinandertreffen, entstehen auch Interessenskonflikte. Lust und Frust liegen in der Vereinsarbeit deshalb manches Mal dicht beieinander. Also man muss auch das Unangenehme muss man eben auch irgendwie verarbeiten können. Aber nachher nicht gleich sauer sein und überhaupt nicht mal lachen. Ich lache nämlich sehr gerne und sehr viel. Ich lache immer. Und deswegen, Lachen ist ja gesund. Ohne das Vereinsleben aber würde Erna Engel etwas fehlen. Immerhin steht sie heute immer noch aktiv auf dem Tennisplatz. Ohne Erna Engel wäre aber auch der Verein um eine wichtige Persönlichkeit ärmer. Sie hat eine fantastische Energie und Ausdauer. Und sie ist insofern auch ein Vorbild für viele bei uns im Club. Und ich gestehe, ich habe sehr oft mit Interessenten zu tun. Und wenn die Frau Engel in der Nähe ist, versuche ich, die Interessenten mit der Frau Engel zusammenzubringen. Denn sie ist ein Aushängeschild für den Club. So ist jedes Ehrenamt eine Bereicherung für die Gesellschaft, wo auch immer es ausgeübt wird. Jüngste Zahlen belegen das eindrucksvoll. Rund 35 Milliarden Euro steuern engagierte Bürger durch ihre Arbeitsleistung im Ehrenamt jährlich zum Gemeinwesen bei. Etwa 4,5 Millionen Menschen sind allein in Baden-Württemberg ehrenamtlich tätig. Das sind 42% der Bevölkerung. Im bundesweiten Vergleich ist das einsame Spitze. Ortswechsel. 2005 hat Manfred Baumgärtner den Verband der Limes Cicerones gegründet. Ziel ist, die Menschen über den Limes und das einstige Leben um ihn herum zu informieren, ihn gleichzeitig aber auch zu erhalten. Das Motto von den Limes Cicerones ist ja auch, wir machen den Limes lebendig. Deswegen vielleicht auch mein Outfit, wie ich versuche eben den Menschen das möglichst nahe zu bringen, wie es damals war und auch erlebbar und begreifbar. Also uns darf man auch anfassen. Also das macht schon Spaß. Und wenn dann nachher Fragen oder Dankesbriefe oder ein Anruf kommen von Lehrern oder auch Privatleuten, die dann sagen, also das war ganz, ganz toll. Und wenn sie dann feststellen, was die Kinder alles behalten haben, das ist eigentlich Motivation. Das Konzept des Vereins ist ungewöhnlich. Wer ein Limes Cicerone werden will, muss eine etwa 70 Stunden umfassende Ausbildung beim Archäologischen Landesmuseum absolvieren. Nur so lassen sich qualitativ hochwertige Führungen gewährleisten. Den Umfang seines Engagements allerdings bestimmt jeder Limes Cicerone selbst. Der Verein organisiert lediglich die Pressearbeit, pflegt die Kontakte und kümmert sich um die Aus- und Fortbildung seiner Mitglieder. Dieses Modell Limes Cicerone, so wie wir es in Baden-Württemberg haben, ist nur deswegen so erfolgreich, weil wir eine ganz flache Hierarchie haben. Es gibt eben einen Vorstand und viele Vereinsmitglieder, die sich auf unterschiedliche Art und Weise in diesen Verein einbringen. Keiner muss eine Mindestzahl an Führungen nachweisen. Es kann jeder den Aufwand betreiben, so weit wie er möchte. Das Konzept der flachen Hierarchien geht auf. Nachwuchssorgen sind unbekannt. Und nicht zuletzt dem umtriebigen Verband ist es zu verdanken, dass die UNESCO den Grenzwall der Römer als Welterbe anerkannt hat. Für ihr Engagement sind die Vereinsmitglieder 2008 mit dem Archäologiepreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Der Preis ist ein gutes Beispiel für die Würdigung von ehrenamtlichem Engagement und dem dazugehörigen Zusammenspiel von Land, Stiftungen oder Unternehmen. Hat das Preisgeld für den Archäologiepreis beispielsweise die Wüstenrot-Stiftung gegeben. Die Wüstenrot-Stiftung hält ehrenamtliches Wirken für eine notwendige und unverzichtbare Stütze der Gesellschaft und unserer Gemeinwesen. Und sie fördert deshalb dieses Wirken, unter anderem auch dadurch, dass sie renommierte, etablierte Preise
finanziert und diesen damit eine öffentliche Anerkennung und natürlich auch einen öffentlichen Dank für ihren wichtigen Einsatz zuteilwerden lässt. So scheint ehrenamtliches Engagement gerade in der heutigen Zeit ein echtes Zukunftsmodell zu sein. Und das gilt es zu stärken.